Moin, herzlich willkommen bei Rix Modellbau, der Charger. Die nächsten beiden Ausgaben, 35 und 36. Wir machen die Antriebswelle und fangen auch die Hinterachse an. Dann wollen wir mal Antriebsteile. Teile befreien. Diesmal nicht so große Fehler. So, was bekommen wir denn da schön? Ich hole euch mal etwas näher ran. Also, lasst euch sagen, die Dinger sind schwer. Aus Metall. Das wundert mich jetzt. Und freut mich zugleich. Das sind die Köpfe für die Kardangelenkaufnahmen. Und das war's an Teilen. So, was haben wir denn für Schrauben? Ich muss gerade mal überlegen. Nö. Okay. Was habe ich denn? GM und CM Schrauben. Die GM hatte ich von vorhin. Ah, die, nee, die brauche ich jetzt hier. Gut, okay. Schmeißen wir alles runter. Na, so. Ein Ölvorrat. Jetzt wird es ein bisschen dunkel. So, wir haben hier die Einkerbung, da die Einkerbung. Passt nur so rum drauf. Und wird mit 3 cm Schrauben das Loch ein klein wenig groß. Hier geht's. Tja. So. Eine Kardanwelle. Antriebswelle oder wie auch immer man das nehmen will. So, jetzt nehmen wir hier das kleine Stückel. Das wird mit einer GM-Schraube.
Es ist beweglich. Brauche ich wieder zwei CM-Schrauben. Das kann da dann hier hin. Ein bisschen beweglich sein, damit es beim Einbau leichter geht. So, das war Ausgabe 35. Und dann machen wir Ausgabe 36. Da bekommen wir die Hinterachse und das Hinterachsdifferential. Wunderbar. So. Bitte um Entschuldigung für das laute Rascheln. So, wow, die hat Gewicht, die Hinterachse. Wow, wow, wow. Und auch hier das Differential. Das ist Kunststoff. Das ist Metall. Dieses Teil, da ist hier ein Nupsi drin, damit man das auch ja nicht verkehrt anbaut. Dann schließen wir das Ganze ab. Und machen jetzt hier das Ganze mit 2 km Schrauben dicht. Und zweimal kommt dann hier der Dick, der oder der? Ne, der kommt dann hier hinten rein. Okay, das haben wir soweit. Als nächstes brauche ich wieder die Bodenkuppe. Ich will jetzt noch eine Bremsleitung verlegen. Ah ja.
Ausgabe vorher haben wir hier die Bremsleitung und noch so eine Halterung. Könnt ihr schlecht sehen jetzt. Mal gucken, ob ich das für euch etwas besser darstellen kann. Gut, hier das Gelbe, was ihr da seht, das war das Gold. Das ist der Bremskraftverteiler. Da kommt irgendwie das eine Ende drauf. So, oh, ich hätte es hier auf der anderen Seite durchstecken sollen. Hier durch. Okay, dann. Ja, das Schöne ist, ihr seht in der Anleitung, ist das alles schön gebogen. Ja. Es ist nur, dass dann halt eben dieser Gummischlauch alles macht, nur sich nicht schön hinlegen. Na, da muss ich mir noch was einfallen lassen. So. Kommt hier irgendwie durch. Hier so oben drüber. Okay. Dann haben wir hier diese Halterung, da wird es durchgefriemelt. Und diese Halterung. Wird da festgeschraubt mit zwei CM-Schrauben. So, wo sind sie denn? Die ganzen CM-Schrauben. Eine habe ich hier. Muss ich gerade mal auf die Suche dann gehen. Ja, sowas. Tatsächlich fehlt mir eine CM-Schraube. Ich glaube, das war die, die mir vorhin da so runtergefallen ist mit der Töse. Mal gucken, ob ich sie auf die Schnelle finde. Ansonsten mache ich das nämlich so, dass ich hier eine etwas längere Schraube habe. So, die zwicke ich etwas ab, damit sie oben nicht übersteht. Die Magnethaltekraft lässt zu wünschen übrig. Ja, etwas besser.
Perfekt. Und das Ding kommt dann hier irgendwie ohne durch. Wann es dann lang genug ist, ne? Okay. Ja. Das war es, ihr lieben Leute. Also wir haben ein Stück Bremsleitung montiert. Ich stelle das mal hier ein bisschen wieder in mein Regal. Und wir haben Kardanwelle und Hinterachs mit Differential hergestellt. Gut, ja, das war es für diese Ausgabe. In der nächsten Ausgabe fangen wir an, hinten Bremsscheiben herzustellen. Die kommen dann wahrscheinlich hier dran. Ja, lassen wir uns überraschen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Wie immer, bleibt gesund. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, habt Spaß am Leben, habt Spaß an anderen Projekten, sowohl von mir als auch von anderen Modellbauern. Und ja, dann sehen wir uns bis dahin, dann hoffentlich wieder. Tschüss, macht's gut, euer Rick.